Hallo und moin moin, hier ist wieder euer Basti King. Heute bei Euro Truck Simulator 2000. Euro Truck Simulator 2. Also, ich fange jetzt gerade ein neues Spiel an und deswegen. Ich wollte halt so eine ganze Reihe mit Videos machen. Halt, dass ich so ein ganzes Reihenspiel mache. Wartet. So, Basti. King. Natürlich männlich. Das Bild. Wir suchen ein Bild, was ausschaut aus wie ich. Man ist hier voll hässlich. Ja, den hier. Natürlich nehmen wir MAN. Firmenlogo. Was sieht denn aus so wie der King? Ja, hier die Weltkugel. Firmenname nehmen wir Basti King YouTube. Nein, nur Basti. Basti. King. At. Kanal. Nein, at. Ja, Kanal. Nein, at YouTube machen. Ja, natürlich nehmen wir Deutsch, dann so erstellen. Dann nehmen wir natürlich Controller. Wir machen Tester, fertigstellen. Ich fahre halt wieder auf Windows mit Controller. Achso, man soll erst noch eine Heimatstadt machen. Wir nehmen, natürlich nehmen wir Hamburg. Ich verrate nicht, warum ich Hamburg nehme. Auswahl bestätigen. Möchten Sie das Tutorial durchgehen? Ja. Dann warten wir jetzt, bis es geladen hat. So, jetzt halt. Ja, willkommen. Ja. Müsste jeder wissen. Falsches. So. In Perspektive 1, 2, 3, 8. Ich nehme mal jetzt wieder 1. Oh mein Gott. Eingabetaste. Ich hab diese. Scheiße. Dann muss ich mir F1 drücken. Nein. So, da fahren wir jetzt hin. Ein kleines Stückerle bis davor. Ja, Blinker hier. Ich habe schon Demo gespielt. Wenn sich jemand fragt, was das für eine Version ist, ist es die Nicht-Steam-Version. Ganz sachte. Scheiße. Nein. Jetzt muss mir noch ein bisschen geradeaus. Also ich habe schon öfters, das hat man ja am Anfang gesehen. Ich habe schon öfters Euro Truck Simulator gespielt. Also das ist mein erstes Euro Truck, sagen wir es so rum. Ich habe halt immer noch ein bisschen rumprobiert. Erst wollte ich ganz weit hoch und so.
ganz viel Geld. Ich habe mir gedacht, ich mache hier jetzt eine ganze Reihe. Und ich werde nie einpacken, weil einpacken ist mir echt zu viel Arbeit. Ich bin auch da nicht so geschickt. Ich packe jetzt so richtig schön, packe mir ein. So. So. Das haben wir eingepackt. Ja, fortfahren. Also ich spiele es jetzt nicht, sagen wir so 100%, sondern ich spiele es jetzt eher so, ja, einfach spielen. Einfach möglichst schnell fahren. Ja, hier kannst du deinen Fortschritt sehen. Super. Da wähle deinen nächsten Auftrag. Ja, also dass ich nochmal dazu komme. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine ganze Reihe davon. So sagen wir so zwischen 40 und 50 Videos. Nein, so viel auch nicht. Mal schauen einfach, wie viel Videos. Mal schauen, ob man vielleicht schon auf Gefahren gut schalten kann. Nein, so alle Fahrzeuge natürlich. Was nehmen wir denn? Hamburg nach Hamburg? Nein. Hamburg-Bremen. Hamburg-Kiel. Hamburg-Bremen. Hamburg-Hamburg. Hamburg-Hannover. Was ist das dann? Ja, schauen wir einfach, dass wir von Hamburg-Hannover, dann von Hannover nach Kassel, von Kassel nach Erfurt oder nach Frankfurt kommen, von Frankfurt dann hier nach Mannheim und so, dass wir einfach bis nach München kommen. Dann mache ich jetzt Hamburg-Hannover mit 25 Tonnen Kies. Ich finde immer so schön, dass es hier so schön schnell lädt. Dann fahren wir gleich los. Ich habe jetzt auch neue Boxen, hoffentlich hört man auch das Spiel. Jemand. Vor den kommen wir schon rüber. So. So. So, dann fahren wir jetzt einfach mal so ganz gechillt. Ja, meine Videos werden wie immer halt 15 Minuten dauern. Gelbe Ampel fahren. Ich mache den Ton ein bisschen lauter. So. Sie haben eine Arbeitsdings gefunden. Ja, da. Ach Mist. Ja, halt. Da kann man sich halt Leute ausleihen. War mir nicht stehen geblieben. Schön einschlagen. So, dann fahren wir jetzt einfach mal auf die Autobahn. Schon wieder Schaden. Oh mein Gott. Ja, ich bin jetzt nicht so der Fahrer. Also kein Wunder, wenn ich jetzt ein paar Prozent Schaden habe. Weil ich kann es ja mit Controller fahren, ist jetzt wie mit Tastatur fahren. Nicht so gut eigentlich. Ich werde mir jetzt auch dann mal irgendwann Lenkrad besorgen. Mache ich nämlich dann mit Lenkrad fahren. Werde ich dann auch nochmal ankündigen. Eurotruck. Jetzt fahren wir exakt 50. Schon wieder. Jetzt fahren wir 52. 60 dürfen wir halt fahren. Jetzt fahren wir wieder 50 fahren. Ach, wegen der Ampel da.
Dann müssen wir eine schöne Schleife fahren. Ich werde jetzt dann auch später mal beim nächsten Video. Ich muss jetzt mal schauen, wie gut das Video geworden ist. Sonst drehe ich die Grafik noch hoch. Aber ich schätze mal, ist notwendig. Mal geradeaus fahren, so. Vierzig darf man hier fahren, okay, mal wegen. Oh mein Gott. Mist. Mist. Jetzt muss ich echt Handbremse anmachen. Handbremse ist an. Jetzt, das geht doch. Es sei wegen einem kleinen Missverständnis, aber das wird öfters mal vorkommen. Ich bin nicht so der Steigungsfan. Und ich hasse es eben, wenn ich so eine Schnecke hochfahren muss. So. Leider ist jetzt gleich das Video zu Ende. Dann müsst ihr euch einfach freuen aufs nächste Video. Und bitte, wenn euch gefallen hat, liked es. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht ihr einen Daumen nach unten. Und schreibt mir bitte in den Kommentar, warum ihr einen Daumen nach unten habt. Dass ich das Video dass ich mich verbessern kann. So. Jetzt schaue ich, dass hier irgendwo mal so ein Rastplatz ist oder sowas. Boah, die schießen da vorbei. Wenn das ein Rastplatz ist, dass ich da einfach an den Rastplatz fahren kann. Aber ich muss jetzt da eh wieder hoch. Warum blinke ich? So. So. Ja, da vorne ist ein Rastplatz. Da schaue ich jetzt, dass ich hinfahren kann. In 200 Metern. So, da fahre ich jetzt hin. Tanke und sowas. So. Dann war es das jetzt mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wieder Daumen, habe ich schon gesagt. Also dann, bis dann. Ciao, ciao.